Ja, die Vorfreude bei der deutschen Nationalmannschaft auf den Start des Turniers steigt. Wie es das Gastgeberland allerdings mit der Pressefreiheit hält, das wird sich erst noch zeigen. Was war das für eine WM 2022 in Katar? Wieso eine Fußball-WM im Winter? Wieso gibt es so viel Kritik an der FIFA? Ich möchte heute zurückblicken auf diesen riesigen Skandal. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Katar. Das wurde 2010 in der FIFA-Zentrale in Zürich verkündet. Doch schon damals gab es Skepsis. Es wurden eh schon Sperren gegen zwei Exekutivmitglieder verhängt, da die britische Zeitung Sunny Times den großen Skandal mit einer Undercover-Recherche ins Rollen gebracht hat. Mit versteckter Kamera hat man dann von Exekutivmitgliedern Aussagen bekommen wie: Natürlich hätte das einen Effekt. Einen Effekt, klar. Weil, wenn du investierst, dann willst du dafür auch die Stimme. Klar, so etwas ist hilfreich. Für mich ist das der generelle Ansatz. Wenn ich mit jemandem spreche, der gerne meine Stimme hätte. Und daher entschieden dann nur 22 der 24 Exekutivmitglieder über die Vergabe der WM 2018 und 2022. Viele Beobachter und auch die US-Justiz sind sich einig, dass das Turnier maßgeblich durch Korruption nach Katar gekommen ist. Es war das perfekte Szenario, um Geld zu verdienen, sagt Tariq Pagna von der New York Times. Es war die Nacht, in der die endgültigen Deals gemacht werden sollten. Der deutsche Journalist Jens Weinreich sagt, im Grunde war da schon alles entschieden. Ich sage das auch deshalb, weil ich hatte da so ein ganz schräges Erlebnis. Ich war so 10 Tage in Moskau. Das muss so im November 2010 gewesen sein. Wir haben schon gefeiert. Da floss seit Wochen schon Shampoos. Auch Russland bekam überraschend die WM 2018 zugewiesen. Im Mai 2015 kommt es dann zu zahlreichen Verhaftungen in der Schweiz. Ermittlungen aus der USA stellen erstmals offiziell fest, die WM in Katar war gekauft. FIFA selbst sagt: Ich kann die Namen nicht bestätigen. Ich kann auch nicht bestätigen, wie viele Menschen verhaftet worden sind oder im Mittelpunkt von Ermittlungen stehen. Ich kann nur sagen, was der Präsident schon einmal gesagt hat, nämlich, dass die Weltmeisterschaften 2018 und 2022 in Russland und Katar gespielt werden. Auch eine ehemalige Mitarbeiterin der Presseabteilung des katarischen Bewerbungskomitees berichtet von Millionenangeboten an die Mitglieder des Exekutivkomitees. Der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter trat nach dem Skandal 2015 zurück. Sein Nachfolger Gianni Infantino hat das Ende der Krise in der FIFA ausgerufen. Doch das war nicht das einzige Problem bei dieser WM. Es ist nichts Neues, dass für die Weltmeisterschaft einige Stadien neu gebaut wurden. Von 8 Stadien insgesamt wurden 6 ganz neu gebaut. Die restlichen 2 wurden nur renoviert für die Weltmeisterschaft. Und dazu hört man in den Medien so einiges. Klimatisierte Stadien in der Wüste und tausende Tote. Aber was ist da passiert? Tatsache ist, schon Anfang 2021 wurde bekannt, dass über 6500 Arbeitsmigranten in Katar seit Beginn der Bauprojekte für die WM gestorben sind. Vor Ort erwarteten den Arbeitern menschenunwürdige Arbeitsbedingungen. Realität ist, dass vielen von ihnen falsche Versprechungen bezüglich der besseren Bezahlung und der Situation vor Ort gemacht wurden. Viele werden zu spät bezahlt und leben in überfüllten Quartieren mit unzureichenden Sanitäranlagen. Eine 6-Tage-Woche mit 12 Stunden Arbeitstagen inmitten staubigen Asphalt sowie Nachtarbeit wegen der Hitze untertags stehen auf der Tagesordnung. Und die dafür zuständige Arbeiterorganisation sagt der Sportschau gegenüber: Es ist sehr gut, dass sie diese Fälle gefunden haben, denn diese Zustände verstoßen gegen Gesetze und wir müssen dem unverzüglich nachgehen. Erfolge wurden zwar erzielt, aber die Situation ist alles andere als perfekt. Wir müssen mit den Behörden zusammenarbeiten, damit wir sicherstellen, dass sich diese Situation ändert. Weiter gibt es noch schwere Vorwürfe an die königliche Familie von Katar. Die sollen sich auch an der Ausbeutung beteiligt haben. Im Mittelpunkt steht die Hamad bin Khalid Contracting Company, die dem Bruder des Emirs von Katar gehört. Todesfälle, Missbrauch, verspätete oder verweigerte Bezahlungen. In einem 106 Seiten starken Bericht liest Ekidem so einige Vorwürfe ab. Und Katars Regierung antwortet natürlich nicht. Ein großes Ziel ist natürlich auch, dass
Sportswashing. Die gezielte Verbesserung vom Image von Katar. Man will eben zeigen, dass man ein verlässlicher Partner sein kann. Und natürlich spielt ganz aktuell vor allem das Thema Energie eine große Rolle. Katar als Exporteur von Öl und Gas hat seit Kriegsbeginn in der Ukraine auch geopolitisch eine neue Position eingenommen. So ist es auch mit anderen Projekten. Mit etwa dem Skigebiet Trojena oder der Megastadt Delain. Das Herzstück der Planstadt Neom, sollen schnell die Scheinwerfer auf Saudi-Arabien gerichtet werden. Aber was ist jetzt mit der Umwelt? War diese Weltmeisterschaft wenigstens klimafreundlich? Naja, in der Wüste ist es natürlich gar nicht so dumm, auf Sonnenenergie zu setzen. Daher auch Photovoltaikanlagen. Doch dann das hier. 99% des Stromverbrauchs in den Stadien kommt aus der regulären Stromwirtschaft und basiert auf Gas. Und das wundert deshalb auch sehr viele, da die FIFA und die Organisation in Katar in ihrem Nachhaltigkeitskonzept explizit die erste klimaneutrale WM aller Zeiten angekündigt haben. Zusätzlich geht man davon aus, dass der CO2-Ausstoß höher ist als bei der WM 2018 in Russland. Dafür wurde die FIFA auch schon von der Verbraucherzentrale Bundesverband abgemahnt. Aussagen wie emissionsarme Transportmittel dürfen einfach nicht mehr verwendet werden. Sie seien eine Verbrauchertäuschung. Die Frage ist natürlich, wie viele Stadien werden zu weißen Elefanten? Also sehr teure und edle Bauwerke, jedoch mit einem sehr geringen Nutzen. Das ist auch schon in Südafrika und Russland passiert. Riesige Stadien mit einer großen Kapazität, jedoch einer zu wenig entwickelten Fußballkultur. Eines soll auf jeden Fall komplett abgerissen werden. Andere Stadien werden vielleicht zu Einkaufszentren oder 5-Sterne-Hotels. Klar ist aber noch wenig. Okay, es ist einfach nur krass. So viel Geld wurde für ein paar Stadien investiert, die jetzt doch wieder abgerissen werden. So viel Leid und Tote nur für ein besseres Image. Ich finde es wirklich grausam. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen guten Einblick geben in diesen riesigen Skandal rund um die Weltmeisterschaft in Katar. Das war's von mir. Das Video hat mal wieder mehrere Monate gedauert zu produzieren. Wenn ihr mich also unterstützen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Für mehr Videos geht's da lang und ich bin damit raus.